Freuen uns außerordentlich, dass wir Sie wieder begrüßen können, heute an einem Montagnachmittag zu unserem nächsten Webinar zum Thema Planung, Inbetriebnahme und Betrieb von Fernwärmeübergabestationen. Ich habe es bereits schon erst in der Anmoderation gesagt, das Thema Fernwärme ist im Moment in aller Munde, bei den meisten im Moment positiv besetzt, weil, ja, wir wissen, dass die anderen Medien im Moment ein bisschen vakant sind, aber das Thema Fernwärme im Zusammenhang mit oder ohne Wärmepumpen, ja, naja, ich will nicht sagen gepusht werden, aber zumindest für viele die Lösung von einigen Problemen sein können. Insofern freut es uns, dass wir heute wieder unseren Produktmanager, Herrn Lutz Birnig, gewinnen konnten, diesen Vortrag zu halten. Jetzt ist auch bereits die letzten Male sehr erfolgreich getan und Ihr Zuspruch, Ihre Teilnahme zeigt uns, dass das auf großes Interesse stößt. Also ich übergebe jetzt an den Herrn Birnig und bitte Sie, wenn Fragen sind, einfach zwischendurch in den Chat zu stellen. Ich werde sie sammeln, ein bisschen clustern und hoffe, dass wir die meisten, wenn nicht sogar alle Fragen am Ende beantworten können. Selbstverständlich gibt es wie gewohnt eine Zusammenfassung, eine Übergabe der Präsentation für jeden Teilnehmer. Wir haben ja Ihre E-Mail-Adressen da. Insofern erfolgt das zeitnah. Ja, und wenn es dann noch Fragen gibt, gar kein Problem, kann man auch später nochmal miteinander in Kontakt treten. In diesem Sinne, Lutz. Dankeschön, Olaf, für die einleitenden Worte. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu unserem Folgewebinar zum Thema Fernwärme, aufbauend auf den Grundlagen. Nochmal kurz zu meiner Person, die beim letzten Mal nicht teilgenommen haben. Ich bin im Hause Jaros für das Produktmanagement zuständig. Und unter anderem auch im Normausschuss der neuen DIN 4747 gewesen. Da passt das ganz gut. Ich stelle heute ein paar Dinge vor, die auch in dieser neuen Norm umgesetzt werden müssen bei Wärmeübergabestationen. Und im Kontext, wie der Herr Besser angekündigt hat, mit dem Gebäudeenergiegesetz, es ist ähnlich in dieser Norm, ist am Ende in einer Debatte ein gemeinsamer Nenner, der Experten gefunden wurden, wo nicht alle, die in diesem Ausschuss teilgenommen haben, natürlich zu 100% das tragen. Aber es ist der Konsens, der breite Konsens der Mehrheit. Und in diesem Sinne ist vielleicht der Übergang ganz gut zur Jaros GmbH. Wir sitzen in Hoyerswerda. Wir sind einer der führenden Hersteller für Wärmeübergabestationen für den Anschluss an Fernwärmenetze in Deutschland. Und es war ja in aller Munde, es gab jetzt sogar einen Fernwärmegipfel. Wir alle warten spannend auf die Ergebnisse. Ich hatte beim letzten Webinar Fernwärmegrundlagen kurz nochmal darauf angesprochen, dass die Fernwärme und die Wärmenetze ein wichtiger Baustein sind, um klimaneutral die Wärmeversorgung der Gebäude realisieren zu können. Und eventuell, wenn dann dieses Gebäudeenergiegesetz zum dritten Webinar verabschiedet ist, kann ich dort vielleicht ein paar einleitende Worte machen, sagen nochmal zum Thema Sektorenkopplung, Transformation der Wärmenetze Richtung 65% Erneuerbare etc. Heute haben wir das Thema, wir möchten eine Wärmeübergabestation an das Wärmenetz für den Anschluss an das Wärmenetz planen, in Betrieb nehmen und dann betreiben. Die Grundlagen dazu haben wir im letzten Webinar kurz vorgestellt. Wesentliche Grundlage ist die Norm 4747. Aber eine der wesentlichsten Grundlagen für die Planung ist natürlich die Heizlast des Gebäudes. Wenn wir neu bauen, wissen wir, haben wir eine Heizlastberechnung. Wir haben also eine Heizlast. Bei Bestandsgebäuden wird manchmal gesagt, okay, ich habe da einen alten Öl- oder einen Gaskessel, der hat 150 kW. Darauf sollten wir uns nicht verlassen. Es ist wirklich sinnvoll, die Heizlast nochmal entweder nach den Vollbenutzungsstunden der letzten Jahre zu ermitteln. Hierzu gibt es diverse Informationen, welche Vollbenutzungsstunden bei welchen Gebäudetypen und nach welcher Region angesetzt werden müssen. Den Wärmeverbrauch in Kilowattstunden der Gebäude hat in der Regel der Versorger, weil die Versorger mittlerweile auch diese Wärmedaten zur Heizkostenabrechnung sehr genau den Eigentümern melden müssen. Oder aber eine zweite Möglichkeit ist, dass wir die Heizlast anhand der Gebäude-Energieeffizienzklasse ermitteln. Diese Energieeffizienzklassen wurden auch historisch schon ermittelt. Wir sehen hier auf der rechten Seite die Skala der verschiedenen Gebäudetypen.
Ganz spannend. Jetzt gab es noch mal eine Untersuchung im Vorfeld dieses GIGs. Die Gebäude in Deutschland entsprechen ungefähr den Gebäuden in Norwegen, in Dänemark, in Schweden. Also der Gebäudebestand in Deutschland ist gut, den kann man verbessern. Aber generell ist es nicht so, dass wir den kompletten Gebäudebestand in Deutschland so wärmedämmen müssen, dass wir überhaupt in die Transformation gehen. Die Grundlage ist so, dass ein Großteil des Gebäudebestandes jetzt schon genutzt werden kann. Wenn wir dann eine Heizlast für die Raumheizung haben und die Lüftung, benötigen wir natürlich noch die notwendige Leistung für die Trinkwasserwärmung. In der Regel haben wir ja Mehrfamilienhäuser oder ähnliche Gebäude, die einen Warmwasserbedarf zum Duschen und für die Waschtische haben. Und dort ist es so, dass wir neu den Trinkwarmwasserbedarf nach dem Summlinienverfahren ermitteln. Und das ist eine relativ aufwendige Berechnung, wiederum mit Annahmen und Bestandsgebäuden relativ schwierig zu realisieren. Das Ingenieurbüro macht das in der Regel. Wenn es das Ingenieurbüro gemacht hat, haben wir aus diesen Summlinienverfahren für den Trinkwasserwärmer die notwendige Leistung für den Anschluss und eventuell die notwendige Größe eines Speichers, je nachdem, welches System gewählt wird. Wenn wir Bestandsgebäude haben und dieses Summlinienverfahren nicht angewendet werden kann, arbeiten wir bei der Firma Jaders immer noch mit den Normwohnungen, allerdings nicht mit der Gleichzeitigkeit der alten DIN 4708, sondern wir nehmen die Normwohnung und verwenden die Gleichzeitigkeit der TU Dresden, die schon vor 20 Jahren für Wohnungsstationen ermittelt wurde, anhand Messung vor Ort und sich jetzt in der Praxis bewährt hat, immer noch leicht über der Gleichzeitigkeit liegt, die in Dänemark oder in Schweden verwendet wird, also immer noch diese leichte deutsche Sicherheit enthalten hat. Und mit dieser Gleichzeitigkeit haben wir keine Probleme im Feld und realisieren Trinkwasserwärmungsanlagen, die ausreichend groß sind, aber nicht überdimensioniert sind. Des Weiteren kann man natürlich in den Verbrauch gehen und kann über den Trinkwarmwasserverbrauch überschlägig auch den Trinkwarmwasserbedarf ermitteln. In der Regel gibt es ja den Jahresverbrauch bei Mehrfamilienhäusern für Warmwasser aus der Heizkostenabrechnung. Auch mit solchen Zahlen können wir arbeiten und danach im Nachhinein die Trinkwasserwärmer und die Leistung dafür ermitteln. Aus diesen beiden Kennzahlen, der Heizlast und der Leistung für die Trinkwasserwärmung, ermittelt dann die Firma Jaders eine notwendige Anschlussleistung an das Fernwärmenetz. Die Anschlussleistung entspricht im Wesentlichen der Leistung, die Sie kennen von einem Gas- oder einem Ölkessel fürs Gebäude. Und hier ist es so, dass wir in der Fernwärme am häufigsten mit einem sogenannten teilweisen Vorrang arbeiten. Was bedeutet das? Wenn wir ein Gebäude über 3 Wohneinheiten haben und in der Trinkwassererwärmungsbetrieb sind, schalten wir die Heizung nicht ab. Wir machen aber auch keinen Parallelbetrieb, sondern wir senken die Heizung leicht ab und haben einen sogenannten teilweisen Vorrang. Ich möchte hier mal kurz darauf eingehen, wenn wir also ein Gebäude haben, was noch einen sehr hohen Wärmebedarf hat und eine Heizlast von 160 kW und Trinkwassererwärmungsleistung notwendig 80 kW, reichen die 160 kW auch als Anschlussleistung. Das kennen wir historisch so noch vor 30 Jahren. Dort war in der Regel der Wärmebedarf gleich die Kesselleistung bzw. Anschlussleistung. Ist dieses Gebäude schon leicht saniert oder ist dieses Gebäude um 2000 errichtet, hat es eine geringere Heizlast und wir haben ja die gleiche Leistung für die Trinkwasserwärmung notwendig, weil die gleichen Normwohnungen enthalten sind, müssen wir die Anschlussleistung schon leicht größer wählen als die eigentliche Heizlast. Das Gleiche ist natürlich, wenn jetzt der Wärmebedarf weiter sinkt, in Richtung schon unserer Trinkwasserwärmungsleistung. Und das ist ja das, was wir in Zukunft erleben werden bei den Neugebäuden. Wir haben ja sehr geringe Heizlasten und wir haben trotzdem den kontinuierlichen Bedarf für die Trinkwasserwärmung. Weil den können wir nicht senken, beziehungsweise wir wollen den auch nicht senken. Wir müssen ja alle auch Warmwasser für den Gebrauch zur Verfügung stellen, also duschen etc. Ich kann aber für die Trinkwasserwärmung ein System wählen, was eventuell einen größeren Speicher hat und dadurch eine geringere Leistung. Bis zu einer bestimmten Grenze ist das möglich. Ich darf diesen Speicher nicht überdimensionieren oder ich habe in dem System ein Verfahren,
was mit dieser geringeren Leistung aber trotzdem eine höhere Effizienz erzeugt. Darauf gehen wir dann auch nochmal in dem nächsten Webinar zu den Trinkwasserwärmern ein. Wenn ich jetzt natürlich einen Trinkwasserwärmer habe, der nur 60 kW Leistung benötigt und ich habe 120 kW Heizlast, habe ich eine geringere Anschlussleistung als der Trinkwasserwärmer mit 80 kW bei 120 kW Heizlast. Ich kann also hier die Anschlussleistung um 20 Kilowatt senken. Die Gewinner sind dann einmal die Betreiber, weil der Betreiber in den häufigsten Fällen eine Grundleistung bezahlt. Also er spart dann sozusagen für den Anschlusswert den Grundpreis ein bisschen. Und Gewinner ist natürlich auch der Versorger, weil wir jetzt ja mit der kommunalen Wärmeplanung Fernwärmegebiete weiter ausbauen wollen. Und damit wollen wir die Netzdichte vergrößern, was erstmal was sehr Positives ist. Das ist also ein Gewinn für die Kunden. Wenn die Netzdichte vergrößert wird, haben wir insgesamt weniger Wärmeverluste auf die verkaufte Wärmearbeit. Aber wir müssen diese Leistung dann auch durch die vorhandenen Netze bekommen. Das heißt, wenn die Netze diese Netzdichte nicht mehr aufnehmen, ist es sinnvoll, die Anschlussleistung bestimmter Kunden reduzieren zu können. Es ist sinnvoll, die Temperaturdifferenz zu erhöhen, um mehr Leistung durch das Netz zu bekommen. Und hier sind solche Maßnahmen natürlich zielführend, die Anschlussleistung zu minimieren, auch für den Versorger. Das gleiche jetzt mit einer geringeren Heizlast von 90 kW und 60 kW Trinkwasserwärmung. Hier haben wir natürlich die geringste Anschlussleistung, die wir für dieses Gebäude benötigen. 75 kW, das geht schon in Richtung der jetzt errichteten Gebäude mit 30 Wohneinheiten, mit dem jetzigen Wärmedampfstandard. Und hier sehen wir, wir können die Anschlussleistung nur noch minimal reduzieren, weil wir immer einen Grundbedarf für die Trinkwasserwärmung haben. Was hier natürlich jetzt eine Rolle spielt, ist, dass wir diese Leistung sehr selten benötigen, nämlich immer nur, wenn die Trinkwasserwärmer geladen werden. Und wenn wir jetzt, das ist nicht heute unser Thema, aber ein Stück weiter denken, gibt es ja das Projekt IHAS, das heißt intelligente Hausanschlussstation von der AGFW. Und mit dieser intelligenten Hausanschlussstation bin ich mit dem Versorger verknüpft und hier kann ich jetzt die verschiedenen Wärmeübergabestationen an den verschiedenen Anschlusspunkten gezielt so steuern, dass ich mit den einigen Anlagen in der Zwangsbeladung bin, mit anderen Anlagen die Beladung verzögern kann und so es schaffe, dass meine Spitzenleistung im Netz ein wenig geglättet wird. Und dadurch auch, zwar ich eine Summe an Anschlussleistung habe, ich weiß aber, dass das Netz nie die Summe der Anschlussleistung beansprucht wird, sondern das Netz leicht geglättet beansprucht wird. Dann sind wir aber wirklich bei dem Thema Digitalisierung unserer Wärmenetze, was eine Herausforderung in der Zukunft ist. Ja, Trinkwassererwärmung. Ich hatte jetzt das Beispiel gesagt mit dem teilweisen Vorrang. Und wann entscheiden wir uns eigentlich für welche Vorrangart? Also wir bei der Firma Jados und der Markt im Allgemeinen sagt bei Ein- und Zweifamilienhäusern generell, wir arbeiten im absoluten Vorrang. Das heißt, wir schalten die Raumheizung ab, wenn die Trinkwasserwärmung realisiert wird. Ob nun über ein Speichersystem oder über ein Speicherladesystem oder in der Spitzenleistung bei einem Durchflusssystem. Des Weiteren ist es sinnvoll, den absoluten Vorrang bei Mehrfamilienhäusern zu fahren, nach den neuesten Gebäudedämmstandards. Dann kann ich nämlich, so wie in der Tabelle vorher, die wir nach teilweise Vorrang angesetzt haben, nochmal die Anschlussleistung minimieren. Oder aber, wenn diese Gebäude eine Flächenheizung haben. Die Praxis zeigt, und das ist relativ klar, die Flächenheizung kann Wärme sehr gut speichern, wenn wir die Trinkwasserwärmung nach 25 Minuten bis 30 Minuten beenden, kühlt diese Flächenheizung leicht aus. Und wenn wir dann wieder die Raumheizung starten, hat die natürlich in diesem Startprogramm minimal eine höhere Aufnahmeleistung, aber glättet das Ganze so, dass es möglich ist, Gebäude mit Flächenheizung auch im absoluten Vorrang zu betreiben. Das ist aber in der Praxis relativ selten. In der Regel haben wir ja in der Praxis Gebäude mit statischer Heizung und/oder Lüftungstechnik. Und die haben wir in diesen Effizienzklassen, die ich erst gezeigt hatte. Und dort betreiben wir diese Gebäude im teilweisen Vorrang. Manchmal und sehr selten haben wir auch Gebäude mit einem schlechteren Energieeffizienzstandard, den kennen wir häufig nicht, aber wenn wir dann teilweise wirklich manchmal zu Störungen gerufen werden, die keine Störungen sind, sondern nur
eine Auskühlung während der Trinkwasserwärmung, dann wissen wir, okay, hier handelt es sich um so ein Gebäude. Und da ist es dann wirklich sinnvoll, diesen schlechten Dämmstandard im Parallelbetrieb zu fahren, also die Heizung nicht abzuschalten während der Trinkwasserladung oder die Trinkwasserladung wirklich nach einer Viertelstunde zu beenden. Ja, das sind dann Einzelfallentscheidungen, die muss der Gebäudeeigentümer mit dem Ingenieurbüro beraten und dort muss man eine Linie finden, wie kann man den Komfort herstellen, ohne dass das der Nutzer dort eingeschränkt wird. Ja, wenn wir jetzt eine Anschlussleistung haben, die Leistung für die Trinkwasserwärmung und die Raumheizung, ist unser erster Schritt, dass wir die Übergabestation für den Fernwärmeanschluss planen. Und hier ist das Allerwichtigste, dass wir uns mit der technischen Anschlussbedingung des Versorgers beschäftigen. Jeder Versorger hat eine THB, die auf der Internetseite veröffentlicht ist. Und in dieser THB gibt der Versorger vor, wie muss diese Übergabestation aufgebaut sein, welche Differenzdrücke, welche Temperaturen habe ich. Und ich habe hier mal eine THB-Variante in diese Präsentation genommen. Die kommt hier aus der Nähe von den Stadtwerken Dresden, die Sachsenenergie mittlerweile oder die DREWAG. Und die haben ein Netz mit sehr hohen Temperaturen, aber auch mit sehr hohen Drücken. Also die DREWAG stellt uns einen Differenzdruck an dem Übergabepunkt von 1,5 Bar zur Verfügung. Das ist höchst selten. Und baut einen Differenzdruckregler, Volumenstromregler ein mit einem Einstellwert am Differenzdruckregler von 0,8 Bar. Wir werden dann nachher gleich sehen, wenn wir im Wärmeübertrager einen Druckverlust von circa 0,05 Bar, also 50 Millibar haben, dann können wir im Durchgangsventil 0,75 Bar abbauen und haben eine sehr gute Regelgüte. Währenddessen neuere Netze, die gebaut werden, insgesamt eine Differenzdruck zur Verfügung stellen, den hier das Durchgangsventil abarbeitet. Deshalb mal eine Variante 2. In der Regel, wenn jetzt neue Wärmenetze errichtet werden, wird der Einsatz dieses sogenannten Kombinationsventils aus Volumenstromregler und Durchgangsventil mit elektrischem Stellantrieb gewählt. Und dort reicht in der Regel ein Differenzdruck von 0,8 Bar für die Übergabestation. Es können auch 0,7 oder 0,6 Bar reichen. Das kommt dann auf die Details drauf an und auch welche Wärmezähler eingesetzt werden. Hier ist es so, dass der Volumenstromregler über den Wirkdruck dem Durchgangsventil immer einen Differenzdruck von 0,2 Bar zur Verfügung stellt. Da kommen wir nachher gleich dazu. Das ist wichtig für die Ventilautorität. Ich möchte hier noch eine Bemerkung machen zum Einbauort dieses sogenannten Kombinationsventils. Also hier ist es auch so, dass wir eine Debatte haben der verschiedenen Philosophien. Es gibt die Anhänger, die dieses Ventil gerne im Vorlauf einbauen. Und es gibt die Anhänger, die dieses Ventil gerne im Rücklauf nach dem Wärmeübertrag einbauen. Es kann in Regelventilen, vor allen Dingen in Differenzdruckreglern, wenn ein großer Druck abgebaut wird, zu Kavitation kommen. Deshalb sind die klassischen Differenzdruckregler im Fernwärmerücklauf eingebaut, weil die immer einen großen Differenzdruck abbauen, wie wir es hier sehen. Wenn wir allerdings ein Kombinationsventil haben, ist der Differenzdruckregler ein indirekter Differenzdruckregler, ein Volumenstromregler. Wir haben aber häufig in diesen Netzen einen geringen Differenzdruck und wir bauen in der Regel dadurch einen geringen Differenzdruck ab. Und wenn wir einen geringen Differenzdruck abbauen, ist das direkt nach den Erzeugeranlagen, wo sie einspeisen, rede ich jetzt von 2 bis 3 Bar bei gering. Bei großen Fernwärmenetzen werden teilweise Differenzdrücke von 8 Bar abgebaut. Des Weiteren ist für die Kavitation entscheidend, in welchem Temperaturbereich arbeiten wir. Und bei diesen neuen Netzen arbeiten wir ja bewusst schon in niedrigeren Temperaturbereichen, also in der Regel Vorlauftemperaturen von 90 Grad, so dass es dort nie zu Kavitation kommt. Das ist das Hauptargument für den Einbau im Rücklauf. Das Hauptargument für den Einbau im Vorlauf ist, dass dieses Regelventil den Druck vor den Wärmeübertragern, den anderen Organen abbaut. Damit belaste ich gerade den Wärmeübertrager mit einem geringeren absoluten Druck. Aber wesentlich entscheidender ist, dass ich hier die Sicherheitsfunktion beim Stellantrieb habe. Und wenn diese Sicherheitsfunktion auslöst und es zum Schnellschuss des Ventils kommt, dann wird der Druckstoß am Ventil abgefangen und wirkt nicht auf den Plattenwärmeübertrager. Falls das Ventil im Rücklauf eingebaut ist, wirkt dieser Druckstoß auch direkt auf den Plattenwärmeübertrager. Und gerade dieser Plattenwärmeübertrager ist für Wechselbelastung
und für Druckstöße im Lebenszyklus nicht 100% geeignet, und dann kann es in Einzelfällen hier auch zu kleinen Undichtigkeiten kommen. Deshalb empfehlen wir bei Jadus, wenn die THB das nicht vorschreibt oder wir Versorger beraten, immer den Einbau und Vorlauf des Kombinationsventils. Ja, ich habe jetzt hier mal die eine THB-Variante der Stadtwerke Dresden aufgezeigt. Wir haben hier zwei Absperrmatoren, einen Schmutzfänger, ein Durchgangsventil, den Differenzzuregler mit einem Volumenstromregler und einen Wärmezähler in der Übergabestation. All das müssen wir über den Differenzdruck von 1,5 bar auslegen mit dem Regelbereich 0,8 bar am Differenzdruckregler. Die häufigste Variante, die wir in der Praxis haben, ist aber, dass wir ungefähr einen Differenzdruck von 1 bar zur Verfügung haben, dass im Differenzdruckregler 0,5 bar eingestellt werden und dass die Variante Differenzdruckregler Volumenstrombegrenzer eingebaut wird. Und bei dieser Variante stellen wir dann dem Durchgangsventil nur 0,25 bar zur Verfügung. Der wesentliche Unterschied ist folgender: Beim Differenzdruckregler Volumenstromregler wird der Wirkdruck danach nach dem Regelbereich des Differenzdruckreglers abgebaut. Und beim sogenannten Differenzdruckregler Volumenstrombegrenzer, was eine Blende im Bereich des Differenzdruckreglers ist, eine verstellbare Blende, wird der Wirkdruck von 0,2 bar im Regelbereich des Differenzdruckreglers abgebaut, sodass in diesem Regelbereich von 0,5 bar auch noch neben dem Durchgangsventil der Wirkdruck und der Druckverlust des Wärmeübertragers enthalten sind. Die Bauteile sind dann ansonsten identisch, die hier benötigt werden. Und wie ich bereits gesagt habe, die neue klassische Variante jetzt ist, dass ein sogenanntes Kombinationsventil, also ein Kombiventil aus Volumenstromregler und Durchgangsventil eingesetzt wird. Und hier wir für das Durchgangsventil in diesem Wirkdruckbereich von 0,2 bar immer einen konstanten Differenzdruck haben. Was bedeutet das in der Praxis? Das ist ein sogenanntes Kombinationsventil. Wir sehen hier ist die Ventilstange von unserem elektrischen Stellantrieb. Hier ist der Regel die Ventil für unseren Durchgangsventil für den Durchfluss und hier unten ist die Wirkdruckfeder von unserem Volumenstromregler mit dem Ventil, was für den Volumenstromregler diesen Differenzdruck also von 0,2 bar ausregelt, den dann unser Durchgangsventil hält. Aber der wesentliche Punkt, den ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist folgender. Wenn wir ein Ventil mit einer linearen Kennlinie haben, hat dieses Ventil bei einer Ventilautorität von 100% diese gerade lineare Ventilkennlinie. Sinkt die Ventilautorität, verändert sich die Ventilkennlinie. Das kennen Sie auch von den regelventilenden Heizkreisen. Das heißt, je geringer die Ventilautorität ist, umso mehr verschiebt sich die Ventilkennlinie. Und wir wissen ja, dass wir sowieso häufig das Ventil nie bei 100% einstellen werden. Wir haben eine Überdimensionierung. Und wir wissen, dass wir dann in der Regel im Regelbereich bei 30%, 40% sind häufig im Jahr, was dann eventuell beim Ventil schon einen Hub von nur 10-20% betrifft. Und wenn wir dort uns bewegen und wir verschieben die Ventilkennlinie, dann haben wir schon ein sehr schlechtes Regelverhalten. Das heißt, gerade in kleineren Leistungen, wenn die Anlage anfängt zu schwingen, also das Ventil geht kurz auf, es gibt eine Übertemperatur, dann schließt es wieder, dann kann die häufige Ursache sein, dass diese Ventilautorität schlecht ist, das Ventil überdimensioniert ist und dass dadurch die Regelgüte sinkt. Deshalb gibt es in der neuen DIN 4747 auch die Anmerkung, dass Regelventile mit einer Ventilautorität von 50% auszulegen sind, also die Fernwärmeregelventile. Ich habe das jetzt mal bei dieser Variante, der ersten Variante, aufgeführt. Der Differenzdruckregler wird mit 0,8 bar eingestellt. Wir haben für das Durchgangsventil ca. 0,75 bar zur Verfügung. Der Wärmeübertrager baut den Rest ab. Das heißt, wir haben eine Ventilautorität im Durchgangsventil von 80 bis ca. 93%. Warum dieser Bereich? Wir wählen ja für das Regelventil einen sogenannten notwendigen KV-Wert und wählen den nächstgrößeren KVS-Wert. Da der KVS-Wert in der Praxis 10% abweichen kann, sagen dann noch die Hersteller, nimm nochmal einen Sicherheitszuschlag dazu und wähle dann über 30% den nächstgrößeren KVS-Wert. Das, was wir in der Praxis nicht machen, sondern wir wählen wirklich nur den nächstgrößeren KVS-Wert. Und die Ventilautorität würde bei dem
maximalen Hub des Regelventils, also bei 100%, und dem dann entstehenden Durchfluss mit den dann entstehenden Druckverlusten berechnet. Das machen wir im Einzelfall nicht. Aber deshalb hier diese Angabe von bis, haben wir ein Regelventil, was bei 100% seines Hubes arbeitet, haben wir diese hohe Ventilautorität, haben wir dann ein Regelventil, weil wir KV-Wert von 11,3 ermittelt haben, der nächstgrößere KVS-Wert ist 16, was dann nur einen Hub bis zu angenommen 73% beansprucht, dann haben wir eine geringere Ventilautorität. Wir sehen aber hier, sobald wir einen Differenzdruckregler, Volumenstromregler haben, sobald wir hohe Differenzdrücke einstellen, haben wir mit der Ventilautorität gar keine Probleme. Jetzt kommen wir zum zweiten Fall. Der zweite Fall ist diese Variante Differenzdruckregler mit Volumenstrombegrenzer. Hier hatten wir gesagt, wird häufig in der Praxis ein Differenzdruck von 0,5 bar eingestellt. Der Wirkdruck des Volumenstrombegrenzers baut 0,2 bar ab. Das Durchgangsventil hat dann, wenn man den Druckverlust des Wärmeübertragers abzieht, noch 0,25 bar zur Verfügung. Im ersten Moment denkt man, okay, sind ja 50%, passt. Aber wegen der KV-Wert ermittelt und der daraus größeren KVS-Wert-Ermittlung und der Ventilautoritätsberechnung in dem Bereich sehen wir, dass wir in der Praxis unter den geforderten 50% sind. Ich kann Sie aber beruhigen, das gibt auch in der Praxis in der Regel keine Probleme, wenn man jetzt wirklich keine Überdimensionierung gemacht hat, weil wir mit den Regelventilen der Fernwärme, die wir einsetzen, nie lineare Kennlinien einbauen, sondern immer schon gleichprozentige Kennlinien einbauen, die dann bei der Verschiebung der Ventilkennlinie in der Praxis eigentlich mit einer linearen Kennlinie fahren. Also keine Überdimensionierung, gleichprozentige Regelventile einsetzen, bedeutet auch bei einer Ventilautorität von 35%, dass die Regelgüte stimmt. Aber besser wäre es hier zu sagen, generell in der THB, wir gehen auf die sogenannten Kombinationsventile. Im Kombiventil habe ich den Riesenvorteil, dass dieser Differenzdruck von 0,2 bar sich relativ gering anhört, aber dieser komplett dem Regelventil, also dem Durchgangsventil, zur Verfügung gestellt wird. Bedeutet in der Praxis, dass wir dieses Durchgangsventil dann in der Ventilautorität, wenn es im vollen Hub genutzt wird, wirklich an der Grenze, sprich bei 100% ausnutzen. Wir wissen aber, dass wir die Volumenstrombegrenzung über den Hub dieses Regelventils machen, also die Öffnung. Und so kann es auch hier sein, wenn ich den Hub sehr stark begrenze, dass die Ventilautorität sinkt. Ich bin aber bei den geforderten 50%. Und das bedeutet, dass diese Kombinationsventile immer der DIN entsprechen, wenn ich sie nicht 1, 2, 3 Nennweiten zu groß auswähle. Also auch hier wieder die Regel. Diese Ventile sind geeignet von einem Volumenstrom, angenommen Regelbereich 0,2 bis 4,3 Kubikmeter. Setzen Sie diese Ventile wirklich bei 4,2 Kubikmeter ein und haben Sie nicht Angst und nehmen das nächstgrößere. Dann sinkt Ihre Ventilautorität. Es gibt hier noch eine Bemerkung zu den Kombinationsventilen. Seit Jahren diese Angabe, im folgenden hohen Volumenstrombereich kann es zu erhöhten Geräuschen kommen. In den ersten Jahren, und damit rede ich von vor 20 Jahren, gab es wirklich, wo diese Kombinationsventile auf den Markt kamen, hier und da Geräuschprobleme. Diese sind jetzt fast ausgeschlossen. Und jetzt kann man wirklich sagen, ist jetzt die Gefahr, wenn ich diese Geräuschprobleme mit einkalkuliere, höher, oder dass ich Geräusche bekomme oder dass ich durch die schlechte Ventilautorität die Anlage nicht richtig regeln. Meine praktische Erfahrung ist, Sie werden mehr Probleme mit nicht regelnden Anlagen bekommen, als mit Anlagen, wo es eventuell zu Geräuschproblemen kommt. Geräuschprobleme, nochmal ein eigenes Thema. Die Ursache sind Resonanzen. Häufig haben wir dann die Erfahrung gemacht, wir wählen einfach das Ventil eines anderen Herstellers. Der andere Hersteller hat eine andere Eigenfrequenz. Es gibt keine Resonanz mehr, die Geräusche sind weg. Relativ simpel das Problem gelöst. Ja, am Ende des Tages ist es immer eine Einzelfallentscheidung. Man geht hier natürlich bei den Datenblättern der Hersteller in diesen offiziell angegebenen Geräuschbereich. Geräusche kennen wir aber mittlerweile ja von allen Anlagenteilen, die wir in so einer Heizungsanlage haben. Und aus meiner Sicht sind das alles noch relativ normale Geräusche, die sich auch nicht ins Gebäude übertragen.
Wenn wir jetzt das Regelventil ausgelegt haben, kommt das Herzstück unserer Übergabestation, nämlich die Übergabe der Temperatur und die Trennung vom Druck findet ja im Wärmeübertrager statt. Und hier ist eigentlich erstmal das wichtigste Kriterium zur Auslegung dieses Wärmeübertragers die logarithmische mittlere Temperaturdifferenz. Und wir haben zum Beispiel bei einem Temperaturprogramm, wo wir im Auslegungsfall 130 Grad im Fernwärmenetz haben, was wir auf 60 Grad auskühlen, und klassisch eine statische Heizung mit 70, 55, eine logarithmische Temperaturdifferenz von 22, Kelvin. Das ist eine sehr hohe Temperaturdifferenz. Und in dem Webinar Grundlagen habe ich ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass der Versorger eine außentemperaturgeführte Kennlinie hat, mit dem er die Vorlauftemperatur im Fernwärmenetz fährt. Und hier kann es durchaus sein, dass gerade bei dieser hohen logarithmischen Temperaturdifferenz in verschiedenen Anwendungsfällen diese logarithmische Temperaturdifferenz zum Beispiel bei 0 Grad und einer Netzvorlauftemperatur von nur 100 Grad geringer wäre. Also außer der Problematik, dass wir ja häufig für die Leistungsbegrenzung den Volumenstrom begrenzen und dann eine geringere Leistung zur Verfügung haben, kann es auch hier bei dem Wärmeübertrager in diesen Auslegungsfällen sein, dass eine geringere logarithmische Temperaturdifferenz herrscht und damit eine größere Wärmeübertragerfläche notwendig wäre. Ich bringe jetzt mal weitere Beispiele an. Die häufigsten Netze heutzutage werden ja mit 110 Grad im Auslegungsfall gefahren. Wir wissen aber, dass jetzt viele Versorger in Zukunft auf 90 Grad die Netze reduzieren möchten, um eben diese Transformation Richtung 65 Prozent erneuerbare Energie mit Großwärmepumpen, mit Solarthermieanlagen ähnlichen hinzubekommen. Und dort ist es häufig so, dass in der THB steht, aktuell fahren wir mit der Temperatur X, aber der Wärmeübertrager ist in Zukunft schon mit einer maximalen Vorlauftemperatur für 90 Grad oder 85 Grad auszulegen. Dann machen wir das. Und wir sehen natürlich, jetzt sinkt die logarithmische Temperaturdifferenz immer weiter, wie wir die Netztemperatur senken oder jetzt im Beispiel, wenn wir die Temperaturdifferenz des Rücklaufes senken. Und jetzt kommt eine elementare Forderung, nämlich die elementare Forderung ist, die Temperaturdifferenz zwischen meinem Gebäuderücklauf und dem Fernwärmerücklauf möglichst auf 3 Kelvin zu reduzieren. Und wir sehen, wenn wir hier die Temperaturdifferenz reduzieren wollen, haben wir generell eine geringere logarithmische Temperaturdifferenz für den Wärmeübertrager und damit muss die Wärmeübertragerfläche steigen. Das gleiche dann natürlich mit dem Netz mit 80 Grad und hier auch bei 3 Kelvin im Rücklauf sehen wir, kommen wir zu 5 Kelvin logarithmischer Temperaturdifferenz, wo wir schon in einen sehr kritischen Bereich kommen. Wenn wir die Netztemperaturen senken, bin ich der Meinung, müssen wir auch dann irgendwann von den Gebäuden die Hausanlagentemperaturen senken. Jetzt ist hier genau das Gleiche, wenn ich 3 Kelvin im Rücklauf haben möchte, von 45 Grad auf 48 Grad auskühlen, sinkt ja auch die logarithmische Temperaturdifferenz. Wenn wir die Temperaturen in den Gebäuden senken wollen, auch in Bestandsgebäuden, wissen wir ja, dass das häufig sehr einfach ist. Wir haben in der Regel überdimensionierte Heizflächen. Wir haben in der Regel eine Gebäudehülle, die besser gedämmt ist, als wir glauben, weil es Sanierungsmaßnahmen gab. Und man könnte, so wie es üblich ist, beim Einsatz von Wärmepumpen dieses Gebäude nachrechnen und könnte rechnerisch ermitteln, ist es durch eventuell den Ausbau von maximal oder Wechsel von maximal 10% der Heizflächen möglich, diese Temperatur zu reduzieren. Dazu gibt es, hatte ich beim letzten Webinar gezeigt, die Internetseite Luex im Bestand, die für Wärmepumpen gemacht wurde, aber für Fernwärme natürlich 1:1 anwendbar ist. Und dann kommen wir nachher zu dem Punkt, bedeutet natürlich, dass ich für diese Gebäudehausanlage einen neuen hydraulischen Abgleich mache. Ich persönlich bin sogar davon überzeugt, dass diese Bestandsgebäude problemlos mit 55 Grad Vorlauf betrieben werden können und der Rücklauf im Auslegungsfall auf 40 Grad reduziert werden kann. Wenn wir jetzt hier in die Auswahl des Wärmeübertragers gehen, ist ganz wichtig, dass der Wärmeübertrager einen gewissen Druckverlust hat. Also Wärmeübertrager benötigen einen minimalen Druckverlust, um im turbulenten Bereich zu arbeiten.
Dieser turbulente Bereich ist notwendig für den Wärmeübergang, mit dem wir rechnen. Und natürlich ist es notwendig für eine Selbstreinigung, also er schützt den Wärmeübertrager vor Verschmutzung. Dieser minimale Druckverlust ändert sich von Hersteller, von Typvariante, welcher Apparat es ist. Und man kann grob gesagt sagen, man kann über die Reynolds-Zahl gehen. Also eine Reynolds-Zahl von größer 500 ist immer sehr gut. Eine Reynolds-Zahl von 300, 350 geht schon in den kritischen Bereich und darunter sollte man sehr vorsichtig sein. Jetzt muss man wirklich mit dem Hersteller reden, wie ist der Apparat aufgebaut, welche Prägung hat er etc. Und wir haben dann natürlich einen maximalen Druckverlust, den wir in der Fernwärme herstellerübergreifend mit ca. 20 Kilopascal, also 200 Millibar annehmen, weil wir sonst Probleme bekommen, die ganze Hausanlage noch ordentlich hydraulisch abgleichen zu können etc. Aber wie gesagt, diesen minimalen Druckverlust darf man nicht unterschätzen. Der wird benötigt und den nehmen wir ja im Auslegungsfall. Und jetzt wissen wir alle, der Auslegungsfall ist relativ selten. Das heißt, wir haben in der Regel im Betriebsfall vielleicht 50% des Volumenstroms. Das heißt, wir haben nur noch ein Viertel des Druckverlustes. Und es passiert selten, aber ich habe es erlebt, dass wir von der turbulenten Strömung in die laminare Strömung kommen. Dann gibt es gar keinen Wärmeübergang mehr. Dann funktioniert die Anlage fast gar nicht mehr, weil wir dann eine hohe Temperaturdifferenz zwischen den Rückläufen haben. Und dann ist das Ganze kontraproduktiv. Deshalb hier auch mal dargestellt, diese Wärmeübertrager, wie die aussehen. Und wir hatten ja erst gezeigt, dass die alten Netze eine sehr hohe Temperatur auf der Fernwärmeseite haben. Und wenn ich jetzt im Wärmeübertrager auf der Fernwärmeseite nur 20% des Volumenstroms habe, den ich auf der Hausanlagenseite habe, wäre es an und für sich sinnvoll, sogenannte asymmetrische Wärmeübertrager zu wählen. Jetzt kommt aber das große Problem. Wir wählen ja schon für jedes Objekt anhand der Wärmenetztemperaturen, der Objekt-Hausanlagentemperaturen den optimalen Apparat aus. Und wenn wir jetzt noch auf die Asymmetrie eingehen, dann können wir keine Lagerhaltung mehr führen. Und spätestens, wenn wir keine Lagerhaltung mehr haben, ist das, was jetzt schon von den Installateuren angemahnt wird, warum dauert das Liefern von Fernwärmeübergabestationen so lange, wird dann noch kritischer. Deshalb behelfen wir uns mit einer anderen Lösung. Die andere Lösung bedeutet, Wärmeübertrager haben verschiedene Prägungen. Es gibt die hohe Prägung, es gibt die Low-Prägung und diese Prägungen sind für verschiedene Volumenstrombereiche geeignet. Und es gibt dann nochmal die Mixed-Prägung und diese Mixed-Prägung ist im Grunde genommen das, was der asymmetrische Apparat ist. Wir haben hier beide Eigenschaften vereinigt. Ja, deshalb gibt es bei den Wärmeübertragern, das sieht man den von außen nicht an. Man kann eventuell grob die Fläche bestimmen, aber es ist immer entscheidend, ist es High oder Low oder Mixed geprägt. Und hier muss man wirklich darauf achten, dass die Auslegung mit den Inverkehrbringern oder Herstellern dieser Wärmeübertrager gut abgestimmt ist. Wir bei Jados setzen größtenteils jetzt noch auf eine zusätzliche Technologie, die sogenannte Mikroplate-Technologie. Das heißt, dieser Wärmeübertrager hat nicht wie der klassische Wärmeübertrager dieses Fischgrätenmuster, sondern dieser Wärmeübertrager hat die sogenannten Mikroplate-Platten. Das heißt, wir haben hier kleine Berge, wo immer wieder der Volumenstrom gegenstößende Turbulenz hat. Aber insgesamt haben wir in dieser Platte bei einer besseren Wärmeübertragung einen geringeren Druckverlust. Das ist so ein schönes Beispiel, wo man erst sagt, ist nicht möglich, das sind zwei sich ausschließende Merkmale, aber durch diese Mikroplate-Technologie ist es möglich, eine bessere Wärmeübertragung zu generieren bei geringerem Druckverlust. Also das ist unser Standardwärmeübertrager, den wir auch in 80% unseren Produkten einsetzen und dadurch diese Herausforderung, die ich jetzt gerade beschrieben habe, bei der Auswahl der Wärmeübertrager für den Betrieb, für alle Anwendungsfälle optimal lösen können. Wenn wir dann den Wärmeübertrager gewählt haben und ich gerade gesagt habe, dass dieser mit 200 Millibar Druckverlust gewählt wird, kommt häufig vom Ingenieurbüro, naja, dann müssen wir zum Entkoppeln eine hydraulische Weiche einbauen. Weil das machen wir ja bei unseren anderen Kesseln auch. Deshalb nochmal wirklich der Hinweis, verzichten Sie auf diese hydraulische Weiche.
Weil, wenn Sie eine hydraulische Weiche einbauen, brauchen Sie eine separate Pumpe für den Erzeuger und diese Pumpe müsste drehzahlgeregelt sein. Und die Regelung dieser Pumpe muss wirklich optimal funktionieren. Ansonsten kommt es in der hydraulischen Weiche in der Praxis fast immer zur sogenannten Rücklaufanhebung. Kennen Sie sicherlich von vielen Brennwertgeräten, die Sie eingesetzt haben. Wir haben im Gerät eine Umwälzpumpe für den Mindestvolumenstrom, haben einen geringeren Volumenstrom im Verbraucherkreis und schon erhöhen Sie über den Erzeugerkreis in der hydraulischen Weiche die Rücklauftemperatur. Und das ist genau das, was wir nicht möchten in der Fernwärme. Und deshalb gibt es ja in der Fernwärme auch die sogenannte Rücklauftemperaturbegrenzung. Wieder der Hinweis auf das erste Webinar, dort habe ich das kurz erklärt. Also nochmal explizit, bitte keine hydraulischen Weichen einsetzen. Hunderte Fernwärmeanlagen ohne hydraulische Weiche zeigen, dass es geht. Also auch wenn man erst denkt, ich habe es ja beim Kessel immer gemacht, nein, machen Sie es bitte nicht. Dann ist die Sicherheitstechnik für die Raumheizung nach dem Wärmeübertrager zu planen. Hier der Hinweis auf das Webinar Fernwärmegrundlagennormen. Dort habe ich ausführlich die Sicherheitstechnik für Druck und Temperatur dargestellt. Nach der Norm 4747, was ist wann einzusetzen. Hier der Direktlink auf YouTube. Kommen Sie ins Seminar direkt in diese Minute, Sekunde rein. Wünsche ich Ihnen, alle, die nicht beim ersten Mal dabei waren, viel Vergnügen, beziehungsweise dies nochmal hören zur Wiederholung, auch gerne nochmal reinschauen. Wenn wir jetzt die Wärmeübertragung geplant haben, müssen wir die Heizkreise planen. Und hier ist es so, dass wir in der Regel statische Heizkreise haben, mit einem als Mischerheizkreise, mit einem 3-Wege-Ventil in der Regel, also mit einer Beimischschaltung. Und dort ist es häufig so, dass die Maximaltemperatur dieser Kreise, also statische Heizung, über der Absicherungstemperatur unseres Wärmeübertragers liegt. Wenn wir allerdings eine Flächenheizung haben, benötigen wir sowieso in der Regel einen Mischerheizkreis zur Reduzierung der Vorlauftemperatur. Liegt aber die Maximaltemperatur dieser Hausanlage häufig unter der eingestellten Absicherung unserer Übergabestation, also des Wärmeübertragers. Komme ich jetzt gleich dazu, hatte ich auch beim letzten Webinar angekündigt, dass wir hierzu was sagen werden. Bei der Lüftung ist es in der Regel so, dass wir auch wieder über der Absicherungstemperatur liegen, nichts machen müssen. Ich habe Ihnen jetzt für die Sicherheitstechnik von der Flächenheizung nochmal die alte Norm 4747-1 grau eingeblendet. Dort war es so, dass der SDW in diesen Heizkreis der Flächenheizung auf das Regelventil Fernwärme auf die Sicherheitsfunktion wirken musste. Also die Sicherheitskette des Wärmeübertragers ist erfolgreich. Also wir schalten den Wärmeerzeuger ab. Hatte den Nachteil, hatten wir mehrere Heizkreise, war die Versorgung der Heizkreise statische Heizung auch nicht mehr gegeben oder der Trinkwasserwärmung, bis sich diese Flächenheizung wieder ausgekühlt hat oder das Problem gelöst wurde. In der neuen Norm 4747 gibt es jetzt die Möglichkeit, neben der generellen Abschaltung, die sicherlich auch häufig genutzt werden wird, den SDW auf einen Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion in diesen Heizkreis wirken zu lassen. Also es war eine sehr lange Diskussion. Pumpenabschaltung ist explizit nicht gewünscht, bringt zwar erstmal Ruhe ins System, aber die Umwälzpumpe bringt ja die notwendige Auskühlung. Wenn wir allerdings das 3-Wege-Ventil schließen, dann ist ja die Wärmezufuhr von unserem Vorlaufverteilerbalken nicht mehr gewährleistet und durch das Weiterlaufen der Pumpe kühlt sich der Kreis aus und der SDW öffnet wieder. Es muss ein Antrieb mit Sicherheitsfunktion sein. Der Antrieb kann allerdings auf ein 3-Wege-Ventil ohne Typprüfung montiert sein. Also wir kennen das von der Fernwärmeseite. Die Ventilantriebeinheit muss eine Typprüfung haben, steht doch in der Norm 4747. Hier ist es so, dass wir eine Ventilkombination, Antriebskombination wählen können, die vom Hersteller erlaubt ist, wo der Hub passend ist, wo wir eine Sicherheitsfunktion haben, die das Tor zum Vorlauf schließt, je nachdem, wie das 3-Wege-Ventil montiert ist oder auch als Durchgangsventilvariante. Aber wir brauchen keine Typprüfung. Jetzt blende ich noch gleich nochmal das Schema dazu ein. Hier nochmal der Hinweis, so wie das die meisten Installateure und Planer kennen, wenn wir Heizungsanlagen nach der EN 12828 planen, dann ist die Flächenheizung ein sogenanntes verbundenes System
und es sind geeignete Maßnahmen zu treffen. Häufig wird dort der SDW eingebaut und wirkt entweder direkt auf den Wärmeerzeuger, aber die häufigste Variante in der Praxis ist so, dass hier die Pumpe abgeschaltet wird. Durch das Abschalten der Pumpe ist die Wärmezufuhr natürlich in die Flächenheizung nicht mehr gegeben, sie kühlt aus. Irgendwann wird der Kunde anrufen, sein Installateur wird sagen, ich habe hier ein Problem, es wird nicht mehr warm, der wird die Ursache finden und sie beheben. Das ist in der Praxis dort die häufigste Möglichkeit. Diese Möglichkeit schreibt die Norm 4747 nicht vor. Warum spreche ich das explizit so häufig an? Wir wissen ja jetzt, es gibt Installateure, die haben relativ selten Fernwärmeanlagen eingebaut. Und denen ist es nicht bewusst, sobald ich an einem Fernwärmenetz bin, gilt eine andere Norm. Also es wird die EN 12828 explizit ausgeschlossen in Deutschland, wenn ich mich an Fernwärmenetze anschließe, weil die 4747 gilt. Es ist jetzt nicht ganz glücklich, dass hier die Absicherung der Flächenheizung unterschiedlich behandelt wird. Aber wir müssen jetzt mit dieser Ordnungspolitik umgehen. Es ist eine DIN-Norm. Das sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik und die sind umzusetzen. Es sei denn, es gibt eine Absprache mit dem Bauherrn und die ist schriftlich festgehalten. Hier nochmal das Schema direkt aus der DIN-Norm dazu. Wir haben also hier in dem Fall im Rücklauf eingezeichnet das Regelventil für die Fernwärme, haben hier eine Sicherheitskette für die Absicherung der Fernwärmetemperatur, die könnte jetzt 70 Grad sein. Wir haben hier eine Flächenheizung, hier ist der SDW der Flächenheizung, hier haben wir eventuell eine Absicherungstemperatur von 55 Grad und die wirkt jetzt direkt auf dieses Regelventil, in unserem Fall als Durchgangsventil ausgeführt. Und damit wird jetzt nur der Regelkreis Flächenheizung, die Wärmezufuhr unterbrochen und hier der Heizkreis C, der Regelkreis Lüftung oder statische Heizung wird weiter betrieben. Das ist der Vorteil dieser neuen Lösung. Dann noch ein Hinweis, wenn Sie Lüftungsanlagen an die Fernwärme anschließen oder generell bauen, ist es leider so, dass in der Praxis immer noch gern diese Umlenkschaltung verwendet wird. Diese Verteilschaltung vor den Lüftungsgeräten ist halt traditionell da. Thema, das haben wir schon immer so gemacht, weil damit eine Warmhaltung gegeben ist, weil es immer super funktioniert. Aber der Nachteil ist, ich habe hier eine permanente Rücklaufanhebung. Und diese permanente Rücklaufanhebung, die hat ja unser Gasbrennwertkessel verziehen. Der ist zwar nicht im Brennwert gelaufen, aber es hat ihn nicht gestört. In der Fernwärme fahren wir in die Rücklauftemperaturbegrenzung. Und deshalb ist diese Umlenkschaltung nicht zu realisieren. Man kann alle Lüftungsgeräte heutzutage mit einer Beimischschaltung oder mit einer Drosselschaltung einsetzen. Also planen Sie bitte Lüftungsanlagen so, wenn wir vor Ort kommen, neue Anlagen, Rücklauftemperaturbegrenzung spricht an, über 50% der Ursachen sind immer solche Lüftungsanlagen. Und in der Regel sind die irgendwo dezentral von irgendeiner Lüftungsfirma realisiert. Und der Zusammenhang zu der Rücklauftemperaturbegrenzung ist leider diesen Leuten nicht bewusst. Wenn man das mit denen bespricht, ist denen das klar, sagen sie, natürlich können wir das so machen, etc. Aber ist halt aktuell in der Lüftungsbranche nicht so drin. Also nicht Wohngebäude mit Lüftung, häufigste Ursache. Lassen Sie das bitte nicht zu. Sie haben keine Freude im Betrieb. Das ist bei der Planung ganz wichtig. Sobald wir hier diesen Lüftungskreis planen oder direkt diese vor den Lüftungsgeräten, beachten wir das natürlich. Jetzt haben wir die Heizkreise geplant und jetzt möchte ich nochmal auf die Pumpenauslegung eingehen. Wenn Sie von der Firma Jados eine Wärmeübergabestation mit den Heizkreisen fix bekommen oder einen Heizungsverteiler bei uns bekommen, machen wir ja bei uns in der Abteilung, Planungsabteilung schon die Pumpenauslösung. Was machen wir? Wir haben gerade gesagt, wir haben im Wärmeübertrager bis zu 20 Kilopascal, also 200 Millibar Druckverlust. Kunden wünschen verstärkt Schlammabscheider mit Magnetitabscheider zentral oder in einzelnen Heizkreisen, die einen gewissen Druckverlust haben. Wir haben vermehrt Wärmezähler eingesetzt. Falls ein Wärmezähler eingebaut ist, haben Ultraschallwärmezähler in dem Volumenstrommessteil häufig einen Druckverlust von 100 Millibar, aber wenigstens von 80 Millibar. Wir haben das Drei-Wege-Ventil. Auch das Drei-Wege-Ventil im Heizkreis muss eine gewisse Ventilautorität haben. Deshalb sollte man es im Auslegungsfall mit 100 Millibar Druckverlust auslegen. Wir haben manchmal Fälle, da hat es 110, 120 Millibar Druckverlust. Also das Schwingen von Drei-Wege-Ventilen im Heizkreis ist auch nur eine Überdimensionierung, Thema Ventilautorität.
dann in den Regelkreis Heizkreis. Dann haben wir ein Rückschlagventil im Heizkreis. Wir haben einen Schmutzfänger. Die Druckverluste können wir nicht verhindern. Die sind da. Und wir haben die Absperrmotoren und eventuell eine Rohrreibung auch noch bei uns intern Druckverluste. Die Gebäudehausanlage hat ja auch noch einen Druckverlust, die Wärmeverteilung, Regulierventile in den Strängen, Thermostatventile, Wärmeübergabe, statische Heizflächen etc. Diese geben Sie uns in der Regel vor, dann verwenden wir diese. Wenn Sie uns das nicht vorgeben, wenn wir im Gebäudebestand sind, rechnen wir in der Regel in Mehrfamilienhäusern an Nichtwohngebäuden mit 300 Millibar, bei Flächenheizung mit 400 Millibar. Das funktioniert in der Praxis hervorragend, damit haben wir keine Probleme. Wenn wir jetzt diese Druckverluste summieren, kommen wir hier ganz schnell auf eine Förderhöhe von 8,8 Meter Wassersäule für die Umwälzpumpe. Jetzt können wir den Wärmezähler, den Magnetitabscheider weglassen, dann sind wir ja trotzdem immer noch bei 7 Meter Wassersäule. Und jetzt merken Sie, okay, wenn wir die Anlagen so planen, der Wärmeübertrager sind darauf eingegangen, muss einen gewissen Druckverlust haben. Wir benötigen die Turbulenzen für den Wärmeübergang. Wir legen das Regelventil für die Ventilautorität aus. Alle anderen Druckverluste sind unvermeidbar. Kommen wir zu diesen Förderhöhen der Umwälzpumpen. Deshalb finden Sie häufig in der Fernwärme schon Umwälzpumpen, nicht 6 Meter Pumpen, sondern häufig die 10 Meter Pumpen oder die 12 Meter Pumpen. Und im kleineren Bereich dann diese Pumpenbaureihe zum Beispiel von Wilo, die Para-Baureihe, die wurde ursprünglich mal entwickelt für den Wärmepumpenmarkt, weil Wärmepumpen haben auch Plattenwärmeübertrager und haben die gleiche Problematik der Druckverluste. Also das ist dann eine kleine Besonderheit, natürlich im Einfamilienhaus, wenn ich in der Hausanlage geringere Druckverluste habe etc., sinkt das dann. Aber wir bewegen uns ja häufig im Mehrfamilienhausbereich. Trinkwasserwärmer ist dann das, was wir auch noch benötigen für die Wärmeübergabestation. Die müssen wir planen, entweder am Wärmenetz, haben hier verschiedene Trinkwasserwärmungssysteme, Speichersysteme, Speicherladesysteme, Durchflusssysteme oder auf der sogenannten Sekundärseite, also an der Hausanlage. Auch wieder diese drei Varianten. Jetzt ist das ein so vollumfängliches Thema. Was lässt die DHB zu? Was sind die Vor- und Nachteile? Wann verwende ich was? Deshalb gibt es bei uns das Folgeseminar zum Thema Trinkwasserwärmer am Fernwärmenetz, weil wir wieder das Thema haben, Fernwärmeanlagen hätten gern eine günstigere Rücklufttemperatur und wir haben das Thema Ordnungsrecht mit der THB. Ich habe Dinge, die ich im Norden beachten muss, die im Süden eventuell anders sind. Und ich habe das Thema Zukunft, Transformation der Wärmenetze. Viele Stadtwerke möchten jetzt Spezialtrinkwasserwärmer, die im Sommer auch bestimmte Rücklauftemperaturen erreichen. Also dazu herzlich im Oktober das Folge-Event auf unserer Website oder dann hier auch der Direktlink in dieser Präsentation. Dann müssen wir natürlich noch die Regelung für unsere Wärmeübergabestation planen. Wir haben die Regelung der Fernwärmeseite, also des Erzeugers, des Regelventils, was ich Ihnen gesagt hatte, die Rücklauftemperaturbegrenzung. Eventuell müssen wir die Leistungsbegrenzung einbeziehen. Ich hatte den Unterschied zwischen einer wahren Leistungsbegrenzung und Leistungsbegrenzung über den Volumenstrom auch beim Grundlagenseminar erklärt. Hier ist es zum Beispiel so, die ersten Stadtwerke geben das Signal vom Wärmezähler mittels M-Bus an den Heizungsregler weiter und dort wird die Ist-Leistung gemeldet und die wirkliche Leistung wird dann in der Regelung verarbeitet. Wenn das in der THB steht, müssen wir natürlich den Heizungsregler entsprechend auswählen. Wir haben die Regelung der Heizkreise, in der Regel die Vorlauftemperaturregelung, Absenkzeiten, Nutzungszeiten, das ist alles Stand der Technik und die Regelung der Trinkwassererwärmung mit den verschiedenen Arten. Hier kann es sein, wenn ein spezieller Trinkwassererwärmer benötigt wird laut THB, dass wir auch spezielle Regelungstechnik benötigen. Das sind dann Einzelfälle, aber die meisten Heizungsregler für Fernwärme haben die Standardregelung für Speicherladesysteme etc. und diesen teilweise Vorrang, den ich angesprochen habe, auch Inversregelung genannt, inklusive. Ja, so sehen sie dann aus, unsere geplanten Übergabestationen, die wir Ihnen dann verkaufen. Und hier kommt jetzt die nächste Besonderheit. Wir haben ein Produkt, was druckbehaftet ist
und einen gewissen Wasserinhalt hat. Und deshalb müssen wir alle unsere Fernwärmeübergabestationen, bevor sie wir an sie verkaufen, prüfen auf die Druckgeräterichtlinie. Also das heißt, wir gehen in die sogenannten Druckinhaltsprodukte, zeige ich Ihnen gleich, oder Drucknennweitenprodukte und sagen dann, welche Kategorie nach Druckgeräterichtlinie sind diese einzelnen Baugruppen und haben wir hier ein Druckgerät oder nicht. Entscheidend sind hier der maximal zulässige Druck. Ist auf der Gebäudeseite ganz einfach, das ist der Ablassedruck des Sicherheitsventils. Auf der Fernwärmeseite ist es in der THB enthalten. Entscheidend sind die Volumeninhalte der Wärmeübertrager, die sogenannte Behälter sind oder die Nennweite. Und es ist entscheidend, welches Fluid wir haben. Fernwärme und Heizungswasser gehört in die Fluidgruppe 2 der nicht gefährlichen Fluide. Und so sehen dann diese Diagramme der Druckgeräterichtlinie aus. Ich habe Ihnen hier mal ein Diagramm gewählt, größer 110 Grad für Behälter. Also das müssen wir anwenden beim Wärmeübertrager für die Fluide der Gruppe 2. Und hier sieht man, sobald ich unter einem Druck von 0,5 bar wäre, ist die Druckgeräterichtlinie gar nicht anzuwenden. Wenn das Druckinhaltsprodukt unter 50 ist, fallen wir in den Artikel 4 Absatz 3, das ist die sogenannte gute Ingenieurpraxis. Wenn das Druckinhaltsprodukt 200 erreicht, fallen wir in die Kategorie 2 und ab der Kategorie 2 müssen wir das Produkt nach Druckgeräterichtlinie prüfen und in Verkehr bringen, also verkaufen. Was das dann bei der Inbetriebnahme im Betrieb bedeutet, werde ich Ihnen dann noch näher sagen. Es ist dann in unseren Unterlagen entsprechend deklariert, es steht auch auf dem Typenschild. Diese Prüfung erfolgt bei uns im Haus nach dem Modul H, also wir sind hier ein zertifiziertes Unternehmen. Die benannte Stelle ist bei uns die 0036, das ist der TÜV Süd. Kategorie 1 kann der Hersteller entscheiden, ob er das Produkt als Maschine oder als Druckgerät in Verkehr bringt. Alle Hersteller entscheiden sich natürlich, eine Maschine zu verkaufen, weil es weniger bürokratischer Aufwand ist und auch für Sie im Betrieb dann wesentlich einfacher ist, weil Sie keine Gefährdungsbeurteilung nach Druckgeräten nicht machen müssen etc. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier eine Übergabestation, die auf der Rohrstrecke überprüft wird, Drucknennweitenprodukt, wo der Wärmeübertrager auf der Fernwärmeseite, Druckinhaltsprodukt geprüft wird. Das gleiche Wärmeübertrager auf der Hausanlagenseite, alle Rohrstrecken. Und wenn dieser Wärmeübertrager in Artikel 4 Absatz 3 oder Kategorie 1 fällt, bringen wir eine Maschine in Verkehr. Druckgeräterichtlinie völlig irrelevant. Sie müssen nichts beachten. Wenn dieser Wärmeübertrager allerdings in die Kategorie 2 fällt, und das ist immer der Wärmeübertrager, der als erstes in die Kategorie 2 fällt, verkaufen wir Ihnen auch ein Druckgerät. Und was wir dann beachten müssen, folgt. Nämlich genau bei unserem zweiten Teil. Wir kommen jetzt in den Teil der Inbetriebnahme. Wir haben erfolgreich diese Station geliefert. Der Installateur hat diese Station in die Heizungsanlage montiert, entweder in eine neue Anlage oder er hat in ein saniertes Projekt einen Austausch gemacht von einer alten Fernwärmeübergabestation oder im Tausch angenommen von Gas- oder Ölkessel auf Fernwärme. Die Inbetriebnahmevoraussetzungen sind in der Regel ja bekannt. Wir brauchen sowieso schon mal einen Hausanschlussraum, wo alles in Ordnung ist. Nur Ein- und Zweifamilienhäuser sind ausgeschlossen von dieser Regelung. Hausanschlussräume ist auch bekannt, ist auch bei den Fernwärmestationen überhaupt gar kein Problem, da irgendeinen anderen Raum zu nutzen. Die Inbetriebnahme des Versorgers muss parallel geschehen oder müsste vorab geschehen, weil nur der Versorger darf die Fernwärme Absperrmatoren öffnen und es muss ja der Wärmezähler installiert werden oder eine Ausnahmegenehmigung vorliegen, dass ohne Wärmezähler betrieben werden darf. Und eventuell muss ein Internetanschluss für einen Fernzugriff realisiert werden, je nachdem, was vorgesehen ist. Hydraulisch muss die Anlage gespült sein, geprüft sein, komplett gefüllt sein. Beim Spülen hier wirklich nochmal der Hinweis, wenn Sie C-Stahl verpressen, haben wir es häufig so, dass es Rückstände gibt und wenn dieses Spülen nicht vorgenommen wird, gibt es Ablagerungen in den Wärmeübertragern, die dann schon relativ zeitig dazu führen, dass wir nicht mehr den Wärmeübergang haben. Das findet der Hersteller bei der Prüfung dieser Wärmeübertrager ganz schnell raus. Es ist natürlich kein Gewährleistungsmangel.
Also bitte spülen Sie wirklich die Anlage, nicht nur einmal abdrücken und Wasser drin lassen, spülen und natürlich dann füllen mit VD2035 Wasser. Ist mittlerweile, haben viele Installationsbetriebe die entsprechenden Anlagen vor Ort, machen das. Dann ist es so, dass der hydraulische Abgleich der Heizungsanlage zur Inbetriebnahme realisiert sein muss. Also Sie müssen natürlich, wenn Sie eine Neuanlage errichten, entsprechend die Regulierventile, die Thermostatventile, die Voreinstellung gemacht haben, und es muss auch die notwendige Förderhöhe der Pumpe richtig eingestellt sein. Oder aber spätestens während unserer Inbetriebnahme muss das miterfolgen. Ja, das ist aber nicht Bestandteil unserer Inbetriebnahme. Genauso mit der Trinkwarmwasserzirkulation. Ja, das kann man hier offen sagen. Realität und Wunsch klaffen ja sehr weit auseinander. Wir kommen vor Ort und dann heißt es, naja, ich kann nicht genau sagen, welchen Volumenstrom wir benötigen, stellt mal ein. Hier kommen wir dann nachher in die Betreiberpflichten. Also der Betreiber muss dafür sorgen, dass die Trinkwarmwasserzirkulation 55 Grad mindestens oder höher hat, wenn sie wieder zum Trinkwasserwärmer eintritt. Und wenn ich den Zirkulationsvolumenstrom nicht kenne, kann ich auch keinen einstellen. Also auch hier eigentlich der hydraulische Abgleich der Zirkulation ist eine Betriebnahmevoraussetzung, beziehungsweise die Pumpeneinstellung muss mindestens während der Betriebnahme, während dieses hydraulischen Abgleichs erfolgen. Elektrisch muss der Anschluss installiert sein, der muss VDE geprüft sein. Häufig fragen uns dann die Leute an und sagen, habt ihr denn eure Prüfprotokolle? Sagen wir ja. Wir haben unsere Anlage im Werk VDE geprüft, Schleifenmesser gemacht, alles Widerstände gemessen, damit das Produkt in Verkehr gebracht. Aber vor Ort habt ihr das ganze Jahr eine elektrische Hausanlage angeschlossen. Und diese Prüfung vor Ort muss natürlich die Elektroinstallationsfirma machen, die dort den Elektroanschluss gemacht hat. Da hilft das Prüfprotokoll ab Werk nichts. Deshalb wird es auch gar nicht in die Produktdokumentation getan, ja, als Hinweis. Potenzialausgleich muss realisiert werden. Auch hier der Hinweis, der Potenzialausgleich ist nicht das grün-gelbe Kabel im Elektroanschluss, sondern es muss von der Elektrofirma realisiert werden, wo muss ich überall einen Potenzialausgleich installieren. Und bei der Fernwärme muss in der Regel, wenn ich ein Stahlrohr habe als Kunststoffmantelrohr, direkt am Eintritt, Gebäudeeintritt, dieser Potenzialausgleich an der Fernwärmeleitung realisiert werden. Und dann natürlich, wie wir es können, Heizungsvorlauf, Rücklauf, Kaltwasser, Warmwasser etc. Die notwendigen Sensoren, Außentemperaturfühler, Speicherfühler etc., die oder wenn jemand ein Raumgerät anschließt, müssen natürlich an der Station angeschlossen sein, aufgelegt sein zur Inbetriebnahme, dass man sie prüfen kann etc. Wenn wir jetzt wirklich ein Druckgerät haben, dann gehört es zur Inbetriebnahmeprüfung, dieses Druckgerät zu überprüfen. Das kann in der Prüfgruppe 2, was die Kategorie 2 ist, also die einfachste Stufe, bis 120 Grad Maximaltemperatur eine besonders befähigte Person machen. Unter anderem, wenn Sie gesehen haben, diesen AGFW-Lehrgang zu einer besonders befähigten Person habe ich erfolgreich absolviert. Hier ist es so, dass bei dieser Inbetriebnahmeprüfung die Gefährdungsbeurteilung überprüft wird, die gemacht wurde vor Ort, und nochmal diese einzelnen Bauteile, die hier in die Prüfgruppe 2 fallen. Sie haben es gesehen, es ist in der Regel der Wärmeübertrager nochmal geprüft werden. Was wird dort gemacht? Es wird nochmals auf dem Typenschild überprüft, ist es der geplante Wärmeübertrager? Ist dieser Wärmeübertrager als Druckgerät geprüft, was ja die Hersteller schon machen, der Wärmeübertrager? Und die Konformitätserklärung dieses Wärmeübertragers wird überprüft. Diese Konformitätserklärung des Wärmeübertragers ist dann auch Bestandteil unserer Produktdokumentation zusätzlich zu der Konformitätserklärung unserer Wärmeübergabestation. Alternativ kann das eine zugelassene Überwachungsstelle sein, also der TÜV, der DEKRA, die dafür eine Prüfung haben. Das ist auch der gängige Weg, den häufig die Versorger gehen oder andere Bauherren. Die bestellen sich dort eine örtliche zentrale Überwachungsstelle. Manchmal gibt es da Rückfragen, in der Regel nicht. Dann wird festgestellt, ja, die notwendigen Unterlagen sind alle in der Produktdokumentation, passt alles. Dann ist diese Inbetriebnahmeprüfung für ein Druckgerät erfolgt und dann gibt es die Inbetriebnahme des Versorgers. Und der Versorger schaut natürlich als erstes, sind die Anforderungen nach meiner THB erfüllt. Und er hat in seiner THB manchmal Kleinigkeiten stehen, die einigen nicht bekannt sind. Also das Beste ist wirklich, gehen Sie in die Kommunikation mit des Versorgers,
Fragen Sie vorher, reichen Sie Ihre Unterlagen ein, wenn Sie was das erste Mal machen, reden Sie mit dem Versorger und dann gibt es keinen Stress. Dann wird der Wärmenetzanschluss von dem Versorger geprüft, dann wird auch die Übergabestation geprüft. Die THB des Versorgers geht ja bis in die Übergabestation, welche Bauteile sind zugelassen, welche nicht. Und dann wird von dem Versorger die Station auf der Fernwärmeseite befüllt. Also das macht in der Regel der Versorger selbst, indem er den Kugelhahn, Fernwärmevorlauf langsam öffnet und dort Wasser durchströmen lässt. Dann macht der Versorger die sogenannte Einregulierung der Anschlussleistung. Das ist dann bei den verschiedenen Geräten in der Regel die Begrenzung des Volumenstroms. Beim Differenzdruckregler, Volumenstromregler wird der maximale Volumenstrom eingestellt bei dem entsprechenden Differenzdruck. Und also sowieso, aber zuerst eingestellt und danach der Differenzdruck. Und umgedreht beim Differenzdruckregler, Volumenstrombegrenzer, hier wird erst der Differenzdruck eingereguliert und dann der notwendige Volumenstrom. Das steht in den Unterlagen dieser Produkte. Die Versorger wissen, was sie tun. Und beim sogenannten Kombiventil wird auch der über die Hubbegrenzung der maximale Volumenstrom eingestellt. Eventuell werden im Wärmezähler Parameter eingestellt, also verschiedene Temperaturen in verschiedene Register geschrieben, etc., wenn wir eine wahre Leistungsbegrenzung machen, die Übergabe über einen M-Bus oder über andere Schnittstellen dieser Leistung an den Heizungsregler, um dort die entsprechenden Parameter einzustellen. Das macht der Versorger, funktioniert in der Regel hervorragend. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn Sie eine Flächenheizung haben, die aufgeheizt werden muss, machen Sie nicht am gleichen Tag, wo das Aufheizen beginnt, diese EB, oder machen Sie die nicht, ohne mit dem Versorger vorher geschaut zu haben. Diese Versorger sind sehr resolut bei der Fernwärme, natürlich auch wie beim Gas. Sicherheit geht vor. Und wenn manchmal bestimmte Sicherheitsmerkmale nicht erfüllt wurden, wir haben ja über die Sicherheitskette geredet, Temperaturabsicherung, auch da kann es Besonderheiten der THB geben, wenn die nicht umgesetzt sind und der Versorger sagt, heute gibt es keine Inbetriebnahme und Sie können nicht mit dem Hochfahren, mit dem Aufheizen beginnen, dann haben Sie natürlich ein wirkliches Problem und das kann dann niemand sofort lösen, sondern Sie müssen dann die Anforderungen des Versorgers erfüllen. Deshalb, wir haben die Datenbank der Versorger, wir wissen, was alles beachtet werden muss, das realisieren wir in unseren Übergabestationen und von daher, wenn Sie eine vorgefertigte Fernwärmeübergabestation kaufen, haben Sie in der Regel diese Probleme nicht. Wir als Hersteller nehmen dann auch noch die Station in Betrieb, wenn der Installateur uns beauftragt. Wir machen auch die Sichtkontrolle der Installation, prüfen dann den Anschluss der Sensoren, Außenfühler, Speicherfühler etc. Wir machen dann in Abstimmung mit dem Kunden nochmal eine Einstellung der Sicherheitstechnik, Temperatur und Druck. Und wir machen eine Einstellung der Reglerparameter, sprich wir stellen das Anlagenbild ein, wir stellen die Nutzungszeiten ein, die Heizkennlinien, wie der Kunde das wünscht. Und einen eventuellen Fernzugriff, der auf den Regler aufgelegt wird, wird auch, wenn es notwendig ist, im Regler entsprechend parametriert, was da eventuell eingestellt werden muss. Es ist ja häufig sehr wenig. Mittlerweile ist vieles Plug and Play, LAN-Kabel einstecken und die Geräte finden sich. Was am Ende der Inbetriebnahme durch Jahres gemacht wird und durch unsere Servicepartner, und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, ist die Einweisung des Betreibers. Also jeder Betreiber bekommt, wenn er die Inbetriebnahme bei Jahres bestellt, eine Einweisung in die Anlage, sowohl hydraulisch, aber vor allen Dingen in die Regelung. Es wird nicht nur das eingestellt, was er wünscht, sondern es wird ihm auch erklärt, wie er es verändern kann, wie er es machen kann. Das ist sehr wichtig und sehr hilfreich. Wird die Inbetriebnahme nicht beim Hersteller, sprich bei Jahres bestellt, macht die Inbetriebnahme der Installateur, muss natürlich dieser Installateur auch diese Einweisung machen. Ja. Generell, das ist ein riesen Vorteil von Jahresanlagen, kann der Installateur bei unseren Anlagen die Inbetriebnahme relativ einfach machen. Warum? Wir machen bei der Firma Jados sogenannte Jados-Werkseinstellung, also nicht die Werkseinstellung der Regelungstechnik von
Samsung, Danfoss etc., sondern wir stellen das komplette Produkt ab Werk so ein, dass Sie es problemlos in Betrieb nehmen können. Also wir stellen die Sicherheitstechnik Temperatur ab Werk ein, muss man bei der Betriebnahme natürlich prüfen. Wenn wir wissen, die Maximaltemperatur ist 70 Grad, stellen wir die Maximaltemperatur, den SDW, auf 70 Grad ein. Wir stellen die Sicherheitstechnik Druck ein. Sie haben einen Druckbegrenzer, Sicherheitsventil 4 Bar. Der Druckbegrenzer muss auf 3,7 Bar eingestellt sein. Machen wir das schon ab Werk. Wir stellen das richtige Anlagenbild in dem Regler ein. Wir stellen die wichtigsten Reglerparameter ein. Wir wissen, Sie haben eine statische Heizung 70-55. Stellen wir die Heizkennlinie grob ein, Maximaltemperatur 70 Grad. Wir machen grob die Nachtabsenkung, wenn wir wissen, dass das ein Mehrfamilienhaus ist, von 23 Uhr bis früh 4 Uhr. Wir stellen den TWE-Vorrang ein, so wie er geplant ist, und die Trinkwassertemperaturen, so wie es für den Betrieb erforderlich ist, was sowieso in der Regel 60 Grad Trinkwarmwasser sind. Und das Ganze muss dann natürlich noch auch wieder bei deinem Betrieb nachgeprüft werden. Aber der Riesenvorteil ist, Sie bekommen ein Produkt, wo in diesen Produkt abgestimmte Komponenten, nämlich Regler, Sicherheitstechnik, Heizkennlinie etc., alles schon voreingestellt ist, weil wir ja von Ihrem Objekt viele Daten schon wissen von der Planung. Das sind die Jahreswerkseinstellungen, ist dann der Vorteil, der Installateur kann es machen. Deshalb nochmal der Hinweis, der Installateur muss alles überprüfen und er muss auch den Betreiber einweisen. Das ist dann die Voraussetzung, die der Installateur mitbringen muss. Jetzt haben wir die Station erfolgreich in Betrieb genommen. Jetzt folgt der Betrieb. Der Betrieb von Heizungsanlagen und auch von solchen Wärmeübergabestationen ist immer ähnlich, immer gleich. Wird völlig unterschätzt. Ja, sage ich jetzt wirklich so, weil eine wirkliche Betriebsoptimierung findet nur im Betrieb statt. Wir haben ja heutzutage von vielen Heizungsanlagen nach der Inbetriebnahme schon ein Monitoring, weil wir haben die monatliche Heizkostenabrechnung mittlerweile. Jeder Mieter hat das Recht zu einer monatlichen Heizkosteninformation. Und über diese monatliche Heizkostenabrechnung haben jetzt auch viele Kunden schon von den Fernwärmeversorgern eine monatliche Übermittlung der Wärmezählerdaten, sprich der Wärmearbeit für den Monat. Diese kann ich jetzt vergleichen. Verschiedene Gebäude, die ähnlich sind. Ich kann vergleichen, das Vorjahr zu diesem Jahr ändert sich das Anlagenverhalten. Oder in Nichtwohngebäuden habe ich Energiemanagementsysteme und diese Energiemanagementsysteme haben entsprechende Daten. Also dieses Monitoring ist nicht zu unterschätzen. Wichtig ist natürlich, dass sich jemand Zeit für dieses Monitoring nimmt und eventuell Rückschlüsse zieht. Dann kann ich aufbauend auf so ein Monitoring eine Betriebsoptimierung machen. War in der Vergangenheit weniger der Fall, wenn Energie relativ günstig ist, ist natürlich das erste Ziel, meinen Mieter mit den entsprechenden Wünschen zu versorgen, sprich warme Wohnung, gut erwärmtes Trinkwasser immer zur Verfügung zu stellen. Bei der Betriebsoptimierung kann ich natürlich an die Heizkennlinie gehen. Ist ein Riesenthema wegen der ganzen Sache. Optimierung unserer Wärmenetze, Temperaturniveau senken. Parallel mit den Heizkennlinien muss ich natürlich an den Absenkungen, an den Nutzungszeiten arbeiten. Die Praxis zeigt, je weiter ich eine Heizkennlinie absenke, umso länger dauert es, einen Raum wieder hochzuheizen. Das heißt, ich muss in der Absenkung weniger nach unten gehen und ich muss auch in den Absenkungszeiten geringer werden. In der Regel ist es so, und das haben viele Studien erwiesen, dass ich trotzdem in Summe einen geringeren Wärmeverbrauch habe. Das heißt, dass der Wärmeverbrauch meines Gebäudes sinkt. Wenn ich die Temperaturniveau senke, die Nutzungszeiten verlängere und die Absenkung reduziere. Jedes Gebäude ist sehr unterschiedlich, jede Anlage ist sehr unterschiedlich. Das macht es natürlich so kompliziert. Wir wissen selbst, solange wir uns im privaten Bereich bewegen, können wir eine Menge probieren. Eventuell in einem Nichtwohngebäude, Industrie, hat der Arbeitgeber auch ein bisschen leichter, mal an die Grenzen zu gehen. In einem Wohngebäude gab es dann die entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen. Und hier kann man natürlich auch viel in der Betriebsoptimierung erreichen. Der entsprechende Handlungsdruck kommt natürlich immer von hohen Energiekosten.
Wartung ist natürlich auch bei der Fernwärme ein Thema. Auch Wärmeübergabestationen müssen ja nicht gewartet werden. Der Wartungsaufwand ist natürlich wesentlich geringer. Wir müssen Schmutzfänger reinigen, wir müssen die Antriebe mal voll auf zufahren, wir müssen die Sicherheitstechnik überprüfen und die beweglichen Teile überprüfen. Aber generell ist der Wartungsaufwand wesentlich geringer, aber eine jährliche Wartung muss durchgeführt werden und ist natürlich auch Voraussetzung für die Mängelhaftung aller Hersteller, die hier mitwirken. Dort sind wir auch schon beim Thema. In der Regel arbeiten wir heute mit dem reaktiven Service. Das heißt, es gibt ein Problem. Der Betreiber, in der Regel der Hausmeister, erkennt dieses Problem, geht an seinen Partner, das ist der Installateur, der in der Wartung und im Stördienst diese Anlage betreibt. Der Installateur findet den Fehler, behebt ihn, aber hat vielleicht mal einen Fehler, wo er sagt, Mensch, jetzt weiß ich gar nicht weiter. Dann wendet sich der Installateur an den Hersteller, also wir, die Firma Jados. Dann haben wir es in der Regel mit solchen Besonderheiten zu tun. Die Rücklauftemperaturbegrenzung greift ein, die Leistungsbegrenzung greift ein. Es ist hier da in der Einstellung was so kontraproduktiv eingestellt, dass sich das die Anlage aufschwingt etc. Wir wiederum gehen dann bei Problemen, ich hatte es angesprochen, Wärmeübertrager, Regelventile, gehen wir wieder zu den Komponentenherstellern, suchen bei denen die Hilfe. Wo wir in der Zukunft hinkommen werden, ich hatte das Thema angesprochen, ihr hast, ist, dass wir auch Wärmeübergabestationen verstärkt die Heizungsregler auf Cloud-Systeme der Hersteller oder der Regelungshersteller aufschalten. Und hier wird die Welt in Zukunft sehr, sehr bunt werden. Also es könnte sein, dass, was wir jetzt schon verstärkt haben bei neuen Wärmenetzen, der Versorger sagt, ich schalte alle Wärmeübergabestationen auf ein Portal, um hier diese Funktion der IAS umsetzen zu können. Es kann sein, dass eine Wohnungswirtschaft sagt, bei mir kommt immer der Hersteller XY zum Einsatz, damit ich das Portal von diesen Regelungsherstellern nutzen kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit, so wie bei uns, dass der Hersteller der Wärmeübergabestation ein eigenes Portal hat, das zur Verfügung stellt und die verschiedenen Rollen sich dort einwählen können. Ganz wichtig ist, Führung bei diesen Fernzugriffen hat natürlich immer der Besitzer der Anlage, sprich der Betreiber. Und dieser Betreiber meldet sich dann in der Regel dort an und gibt dann die Zugänge für den Installateur oder für den Hersteller oder andere Nutzungsrechte frei. Also um hier eine Situation herzustellen, dass mir geholfen wird in der Rolle als Wohnungswirtschaft, muss ich natürlich selbst aktiv werden, muss diesen Zugang aktivieren und muss dann diesen Zugang meinen Partnern freischalten, die mir helfen sollen. Und wenn ich das gemacht habe, dann komme ich natürlich zum proaktiven Service. Jetzt ist es so, dass ich eine technische Unterstützung im Fernzugriff bekomme, was natürlich wesentlich preiswerter ist. Wir können also von der Ferne Reglerparameter überprüfen. Wir können von der Ferne bei Stördienst unterstützen. Oder aber es gibt in anderen Bereichen schon Pakete, die es in Zukunft auch hier geben wird. Wir werden Garantiepakete zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn die Anlage in der Wartung ist, wenn die Anlage einen Fernzugriff hat und die Daten mitgeschrieben werden können, dann kann es Garantiepakete über die normale Mängelhaftung nach BGB hinausgeben. Und damit haben wir eine Win-Win-Situation. Der Kunde hat diese zusätzliche Garantie. Die Wohnungswirtschaft und der Hersteller hatten Zugriff und kann über den proaktiven Service anhand von Anlagenparametern schon einwirken, bevor überhaupt die Störung passiert. Also die Zukunft ist auch hier digital, wie am Anfang angesprochen. Der Möglichkeiten wird es viele geben und hier wird es sehr, sehr viele Lösungsansätze in Zukunft geben. Ein weiteres Thema ist immer das Thema Ersatzteile. Und hier ist es so, dass wir nochmal darauf hinweisen, generell Ersatzteilgarantien müssen ein Verkehrbringer nicht stellen, aber es ist so, dass, und das setzen auch wir um, in der Regel 15 Jahre Ersatzteile zur Verfügung gestellt werden. Ersatzteile sind technisch gleichwertig, wir kennen das von Umweltpumpen, diese Ersatzteile sind häufig technische Nachfolger, die noch höherwertiger sind und dann aber in die Anlage passen. Aktuell ist es so, dann, wenn wir jetzt bestimmte Pumpen wechseln, jetzt andere Kabel angeschlossen werden für verschiedene Busschnittstellen, wir dann entsprechende Kabelpakete mitschicken. Auch da ist es sehr gut, dass wir
aus der Historie die Anlagendaten haben, wissen, was ist da verbaut. Hier nochmal der Hinweis auf unser Portal Majados. Hier sind alle Ersatzteile zu finden. Sie bekommen mit unserer Produktdokumentation eine Ausstattungs- bzw. Ersatzteilliste mit all unseren Artikelnummern, die Sie darüber finden können, etc. Ja, und das wollen wir natürlich nicht. Die letzten Themen, wir wollen weder Ersatzteile noch einbauen, noch wollen wir Störungen. Ein störungsfreier Betrieb ist unser Ziel. Und dann wären wir hier an der Stelle schon an dem Punkt, wo die Präsentation beendet ist. Und Olaf, ich gebe mal den Ball an dich. Gibt es Fragen? Selbstverständlich gibt es Fragen. Ich glaube, ganz, ganz viele. Aber eine Frage kam definitiv in den Chat hinein. Wenn du mit auf die Seite 13 gehen würdest. Ja. So. Und da kam die Frage, kleinen Moment, suche sie gerade, hier ist sie. Ist die Variante mit kombiniertem Ventil für den Vorlauf gerechnet? Ja, die ist für den Vorlauf gerechnet, aber zum Thema Ventilautorität ist es hier nicht wichtig, ob das im Vorlauf oder im Rücklauf eingebaut wird, weil die Ventilautorität wird ja aus diesen 0,2 bar gewonnen, die der interne Differenzdruckregler hält für das Durchgangsventil. Gut, weitere Fragen kamen jetzt im Chat nicht an. Ich bin mir aber sicher, wenn wir dann die PowerPoint, das PDF verteilen, wird sich sicherlich der eine oder andere nochmal das genau durchlesen und dann vielleicht eine ganz spezielle Frage zu seinem Problem, zu seinem Thema finden. Bitte diese Fragen gerne an uns stellen, auch zu ganz speziellen Themen, auch zu laufenden Projekten, die vielleicht da sind. Jetzt kam gerade noch eine Frage rein, wie das mit der Isolierung ist. Ist die Frage. Also da nochmal der Hinweis auf das Grundlagenseminar. Dort ist am Ende der Präsentation beschrieben, wie Wärmeübergabestationen gedämmt werden. Das sind die Grundlagen des aktuellen Gebäudeenergiegesetzes und der AGFW dargelegt und welche Wärmedämmung, Isolierung die Firma Jados aktuell verwendet. Es kam die nächste Frage rein zum Thema Wartung. Wer darf die Wartung bei unseren Stationen oder insgesamt bei Fernwärmestationen machen? Spezielle Installateure oder Fachfirmen? Wer ist dafür prädestiniert? Also die Wartung, da dürfen Fachfirmen machen, also Heizungs-, Sanitär-, Lüftungsinstallateure. Die entsprechenden Wartungsvorgaben stehen in der Betriebsanleitung. Natürlich dürfen unsere Servicepartner die Wartung machen, über die wir und über unsere Kundendiensttechniker auch Jados die Wartung anbietet, was in Einzelfällen auch günstiger ist oder die Variante sein könnte. Aber natürlich der Heizungssanitärinstallateur, der die Anlage errichtet hat, führt die Wartung aus. Da kann ich auch nochmal an unsere Kundendienstabteilung verweisen, die turnusmäßig ein- oder zweimal im Jahr auch für interessierte Firmen Seminare durchführt, also für Servicepartner und ähnliche Installationsfirmen, wo man dann auch nochmal geschult wird auf bestimmte Reglertypen oder auf bestimmte Probleme oder Fragestellungen, die bei einer Inbetriebnahme oder bei einer Wartung vorkommen können. Ja, weitere Fragen gibt es im Moment nicht. Wie gesagt, das Portal oder die Ansprechpartner stehen jederzeit offen. Gern direkt an unser Webinar schreiben, an die Jados, an allen vorhandenen Kontakten. Natürlich auch im Ausland an unsere Kolleginnen und Kollegen der Hoberl in Österreich, in der Schweiz, die dort die Kompetenz Fernwärme vertreten. Immer wieder gern. Muss also nicht alles direkt über das Werk gehen, sondern selbstverständlich auch die Kollegen in den Fernwärme, in den KCs der Schweiz oder in Österreich stehen auch zur Verfügung. Ja, dann verweise ich gerne nochmal, der Lutz Gröning hat es bereits getan, während des Vortrags auf unser nächstes Webinar am 23. Oktober. Wir waren diesmal knapp 100 Zuschauer, Zuhörer. Die meisten haben auch zwischendurch nochmal bilateral das Okay gegeben, dass das Format eigentlich stimmt. Ich glaube, wir halten es auch für eine sehr effiziente Herangehensweise. Wir wissen selbst jeder, wie kostbar die Zeit ist. Und es ist natürlich eine sehr, sehr angenehme Geschichte, sich aktuell mit Wissen zu versorgen, ohne da
ein, zwei Tage Dienstreisen notwendig zu machen. Ja, in diesem Sinne würde ich einfach mal sagen an die Kolleginnen und Kollegen in Deutschland auf Wiedersehen, an unsere französischen Kollegen, au revoir, hatte ich dabei gehabt, einen spanischen Kollegen hatte ich, Enrique, adios und salut bzw. baba an unsere Schweizer und österreichischen Kollegen. In diesem Sinne kommen Sie gut über den Sommer und wir sehen uns spätestens im Herbst wieder. Dankeschön. Danke, Wiedersehen, tschüss.